Spotted you dancing in the club, shaking it, I was checking you out. So sexy, hot as fuck, couldn't take my eye. Grüß Gott, ich will ein Fun-Lovers-Video machen. Jetzt kommt endlich die Sonne raus. Ist nämlich irgendwie das Bild zu dunkel, oder ich bilde es mir ein. Fangen wir an mit Serien. Ich habe im März hauptsächlich Riverdale geschaut, aber habe dann in April ein bisschen nachlassen, weil bei den zwei letzten Folgen bin ich voll keiner eingeschlafen. Und weil ich leider auf Englisch die neuen Pretty Little Liars Folgen nicht schauen kann, habe ich mir die ganzen Staffeln nochmal neu angeschaut. Ich weiß, voll gestört, oder? Voll gestört. Aber ich bin jetzt komplett durch, nur damit ihr Bescheid wisst, jetzt haben wir Mai und ich bin mit allen sechs, sieben Staffeln durch. Ja, ich bin sehr angepisst, dass ich mir das nicht anschauen kann, weil ich würde das unbedingt schauen, aber ich kann nicht. Ja, Filme habe ich nichts, Spiele, also Games auch wieder nichts, obwohl ich so Bock hätte, wieder Metal Gear zu zocken. Aber ja, Musik und YouTube steht Videoliste. Ich glaube damit, was ist damit gemeint? Cool, oder? Ich weiß nicht immer, was ich aufschreibe. Ich glaube, meine Playlist abarbeiten, wie immer. Ich komme in letzter Zeit sehr selten zum Video schauen. Jetzt vor kurzem bin ich erst wieder dazu gekommen. Im März und im April habe ich gar nicht so viele Videos geschaut. Nein, habe ich nicht. Ich habe eher mich mehr aufs Drehen konzentriert, als auf selber schauen. Ja, Beauty. Ich müsste ein bisschen langsamer reden, weil ich glaube, es geht ein bisschen zu schnell, weil viel haben wir nicht mehr. Beauty, da habe ich ein bisschen mehr. Ich zeige euch gleich das erste. Und zwar von Makeup Factory das Fixing Puder. Leider ist es leer. Ich habe es vor kurzem erst aufgebraucht. Das war dieses Weiße. Habt ihr sicher in zigtausend Videos von mir gesehen. Es ist leider leer, aber ich fand es wirklich, wirklich gut. Ich habe so viele andere Puder, deswegen kaufe ich mir nichts nach. Wirklich nichts nach. Aber wenn, würde ich mir gerne mal wieder eins von MAC kaufen. Weil es gibt ein transparentes auch von MAC und das würde mich interessieren, ob das genauso gut ist wie das. Dann habe ich in den Monaten Nagellack-mäßig. Einen Nagellack muss ich euch unten in der Infobox verlinken, den Swatch. Den habe ich nicht mehr. Den habe ich ja letzten Monat aufgebraucht und habe ihn entsorgt und habe vollkommen vergessen, dass ich ihn im Favoritenvideo herzeigen wollte. Aber einen kann ich euch zeigen. Das ist von Catrice. Man sieht auch, wie viel da schon fehlt. Da fehlt fast die Hälfte. Das ist 200 From Dusk Till Dawn. Den habe ich für die Zehennägel verwendet, weil auf den Fingernägeln kann ich ihn abziehen. Und auf den Zehennägeln sieht man das eh nicht so. Jetzt benutze ich halt einen anderen, aber den seht ihr dann im nächsten Video. Aber den habe ich im März und im April sehr oft auf den Zehennägeln getragen. Reinigungstechnisch, das Produkt habt ihr noch gar nicht gesehen, weil ich euch das noch gar nicht gezeigt habe. Das werdet ihr auch im Kaufverhalten-Video nochmal sehen. Das ist von Biotherm, das Balm to Oil, habe ich mir geleistet und ich finde das echt gut. Also ich benutze das noch, wenn ich mich komplett abgeschminkt habe, benutze ich das nur an den Augen noch, damit auch wirklich diese Lancôme-Mascara runtergeht, weil die macht mich aggressiv, diese Mascara. Die geht einfach nicht ab. Und mit dem Ding hier, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, mit dem Ding hier geht es runter. Deswegen sieht es schon auch so benutzt aus. Und ich mag das echt gerne. Und ich glaube, ich würde damit auch sehr lange auskommen, eben weil ich es nur für die Augen verwende und nicht fürs ganze Gesicht. Dann habe ich als Liebling, den habe ich im März hauptsächlich getragen, im April, ich muss ihn aus dem aufgebraucht Ding rausfischen, damit ich euch den zeigen kann. Im März habe ich hauptsächlich den Elisa abgetragen, man sieht das aber kaum. Seht ihr, wie sparsam ich bin, wenn ihr euch das anschaut? Also, aber ich liebe ihn noch immer. Aber ich habe ihn jetzt so ein bisschen auf die Seite geschoben, weil jetzt will ich andere mal verwenden. Obwohl ich das ja nie mache, aber da will ich ein bisschen sparsam umgehen mit dem. Und im April habe ich den hier am meisten benutzt. Den habt ihr auch in meinem Parfüm-Lieblinge-Video gesehen. Eigentlich beide. Das ist der John Galliano. Der riecht so richtig wie ein Blumenmeer. Aber nicht so dieses... Ich kann das so schwer beschreiben. Es riecht schon wie Blumen, aber nicht so Chloé-mäßig, sondern es hat auch was Süßliches auch dabei. Und ich liebe den Duft. Ich liebe den so sehr. Wenn ich da mal keine Backups mehr habe, werde ich heulen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe euch ja in dem Video unten verlinken versucht von E-Parfumerie. Die haben das aber leider nicht mehr. Oder? Na, umgekehrt. Ich glaube, E-Parfumerie hat es noch, aber Amazon hat den Duft nicht mehr. Und ich finde das echt schade, weil das ist einer meiner absoluten Lieblinge.
Finde ich echt dämlich. Was habe ich noch aufgeschrieben? Das war's, ja. Und den den Yves Rocher Nagellack, den verlinke ich euch unten als Swatch-Blogpost. Den habe ich ja wirklich geliebt. Und ich war echt traurig, als der leer worden ist. Weil den fand ich echt schön, den Nagellack. Den gibt's aber so leider nicht mehr. Fashion habe ich Jeans öfter getragen. Aber nur im März. Weil die waren alle in der Wäsche. Die hat vor kurzem mein Papa mitwaschen müssen. Weil wir haben, also meine Mutter und mein Bruder tragen keine Jeans und mein Vater und ich als Einziger. Und deswegen haben wir die Wäsche einfach zusammengeschmissen und er hat es drüben gewaschen. Und das interessiert euch sicher jetzt nicht, aber ich habe halt zu wenig Jeanswäsche, um sich das auszuzahlen. Ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine. Ich rede da irgendeinen Scheiß daher. Im März war ein Pizzamonat. Aber ich glaube, das ist bei mir generell immer. Sorry, dass ich in die Haare rumfummel, aber die schauen so trocken und bäh heute aus. Ja, ich war heute auch arbeiten und die Abteilungsleitung hat das auch gesagt. Ja, egal. Also im März war auf jeden Fall ein Pizzamonat. Aber ich habe jetzt nur Pizza leider im Ding aufgeschrieben. Trinken habe ich nur Kaffee stehen und das stimmt wirklich. Ich bin echt kaffeesüchtig. Wirklich kaffeesüchtig, das ist nicht mehr schön. Und bei Sonstiges, ja, im März hatte ich ja Geburtstag und das war voll für den Arsch. Ich sag's wie es ist. Es war wirklich für den Arsch. Ich habe in einer Disco feiern wollen. Mit Betonung auf feiern wollen, weil nur meine Cousine und mein Freund dabei waren und das war's. Alle anderen, die ich kenne, haben abgesagt. Ja. Und ich glaube, im März hat das schon angefangen, dass mein iPhone rumspinnt. Mein Vater hat mir ja eines zu Weihnachten geschenkt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Da bin ich jetzt überfragt. Aber ich habe eins zu Weihnachten bekommen, ein schon gebrauchtes, von jemandem abgekauft, um 50 Euro. Ich war zu geizig. Mein Papa hat dann gesagt, okay, er schenkt es mir zu Weihnachten. Und dieses Ding hat nicht funktioniert, dieses scheiß Drecksding. Ich glaube, ich zuck aus. Ja, wirklich, glaube ich, zuck aus. Aber da werde ich dann im nächsten Monat, oder beziehungsweise müsst ihr ein bisschen warten. Ich habe mir jetzt ein ganz neues gekauft. Das kann ich euch jetzt noch dazu sagen. Sonst, wir haben, also die Mädels und ich haben sich vor kurzem wieder getroffen. Ich glaube, das war noch im April, oder? Ja, das war noch im April. Wir waren da zu dritt unterwegs, glaube ich. Die Min und die Emi. Stimmt das oder rede ich im Blödsinn? Ich glaube, es stimmt. Ich sollte wieder mehr aufschreiben. Ich bin so schleißig in letzter Zeit. Besonders Kaufverhalten. Da habe ich gar nichts aufgeschrieben, weil ich habe kein Buch. Muss ich mir es kaufen. Ich war noch schon mal vor. Ja, das war's mit dem Video. Ja, mehr habe ich nicht zum Sagen. Ich hoffe, die nächsten Funlovers werden nicht so langweilig. Ich muss mich wieder ein bisschen mehr bemühen, was zusammenzuschreiben. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber im nächsten Video wird es besser. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr im März, April so Wichtiges gehabt habt. Mir fällt sonst wirklich nichts ein. März und April waren nicht meine Monate. März und April 2017 war für mich für ein Po. Ja, ja. Okay, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer war und ein bisschen durcheinander. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!